Serie und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Chaos Aufträge meistern. In dieser Reihe geht es darum, dass wir uns die Kampagnen, Missionen anschauen und wie wir diese schnellstmöglich, bestmöglich, am effizientesten fertigstellen und abschließen können. Heute sprechen wir ganz konkret über die Herausforderung, über die Mission Torpedotreffer. Das heißt, wir müssen mit Schiffen, also voraussichtlich Zerstörern oder Kreuzern, Schlachtschiffe haben ja selten Torpedos, möglichst viele Torpedotreffer landen, um eben diese Mission abzuschließen. Ja, Kreuzer können das theoretisch, wir lassen sie heute aber außen vor, das ist nicht Sinn und Zweck, wir wollen wirklich das Nonplusultra und das sind ganz, ganz einfach Zerstörer, was Torpedotreffer angeht. Man braucht Tier 4 oder aufwärts. Tier 3 gilt hier nicht in der Regel. Deshalb schauen wir uns auch keine Schiffe unter Tier 4 an. Ob wir ein Premium-Schiff oder ein Tech-Tree-Schiff nehmen, ist aber in diesem Fall völlig egal. So, welche Werte brauchen wir? Wonach suchen wir sozusagen? Naja, Nummer 1, Torpedos pro Minute. Sprich, wie viele Torpedo hat das Schiff und wie lange brauchen die Torpedos, um wieder nachgeladen werden zu können. Denn, das ist eine ganz heikle Überlegung jetzt an und für sich, wir möchten die gegnerischen Schiffe ja in dem Sinne gar nicht unbedingt sofort zerstören und deathstriken. Wir wollen möglichst viele Torpedos auf die gegnerischen Schiffe bringen. Das heißt, Leute wie Tanaka, der den Torpedoschaden erhöht, sind in dem Fall, wenn wir uns ehrlich sind, kontraproduktiv. Und das muss natürlich ja auch berücksichtigt werden. Dann, was ist noch ein wichtiger Wert? Natürlich die Torpedoreichweite. Je länger mein Torpedo im Wasser ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendetwas erwische. Trotzdem, wenn wir Torpedotreffer wollen, gehen wir ehrlich gesagt jetzt nicht auf Max Range und hauen die Torpedos einfach raus auf gut Glück. Naja, also der Wert ist wichtig, aber nicht essentiell oder nicht das Allerwichtigste. Dann, wie bereits angesprochen, der Torpedoschaden. Eigentlich hätte ich gerne ein Schiff, das möglichst wenig Torpedoschaden macht, damit ich mehr meiner Alle dort versenken kann. Eigentlich für den Sieg kontraproduktiv, ich weiß, aber wir wollen, wie gesagt, das Nonplusultra. Und dann haben wir noch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Wert, nämlich die Reaktionszeit. Diese setzt sich zusammen aus der Geschwindigkeit unserer Torpedos einerseits und andererseits aus der Entfernung, aus der sie gespottet werden. Und je kürzer die Reaktionszeit für den Gegner ist, umso schwieriger ist es natürlich, unseren Torpedos auszuweichen. Das heißt also auch ein sehr wichtiger Wert, denn wenn das gegnerische Schiff nichts mehr dagegen tun kann, ja, werden wir wohl treffen. So. Soweit, glaube ich, alles klar an und für sich. Wir starten jetzt einmal vielleicht auf Tier 4. Was haben wir da? Ja, und ganz ehrlich gesagt, auf Tier 4 ist bereits mein absoluter Favorit, was diese Torpedotreffer angeht, nämlich die Kamikaze. Hat eine unglaubliche Nachladegeschwindigkeit, hat drei Zweiersets an Torpedos, die haben eine sehr gute Reaktionszeit, also eine für uns gute Reaktionszeit, wenn wir jetzt zum Beispiel auch mit Space Fish spielen, der die Geschwindigkeit der Torpedos erhöht, oder mit Azula in Atago als Inspiration, die Detektion der Torpedos senkt, das heißt, dass sie später gesehen werden, da kommt man wirklich auf eine schöne Anzahl an Torpedotreffern. Was haben wir aber zum Beispiel noch? Naja, wir hätten die Minekase, ein Schiff, das eigentlich theoretisch aus der Gunboat-Reihe der Japaner kommt, ist aber kein Gunboat, sondern ein Torpedoboot, hat eine sogar noch geringere Nachladezeit der Torpedos als die Kamikaze.
hat weniger Torpedoschaden als die Kamikaze und hat eine etwas bessere Torpedo-Reaktionszeit als die Kamikaze. Eigentlich also alles super. Nachteil ist der, sie hat auch einen Kilometer weniger Reichweite. Das heißt, wir müssen näher ran und ja, wird natürlich dadurch etwas gefährlicher. Aber wenn ihr die Kamikaze nicht habt, erstens holt sie euch im Gunpower, wie auch immer, Firepower Edition Set. Das beste Geld, das ihr für dieses Spiel ausgeben könnt, sage ich ganz ehrlich. Aber eben, wenn ihr das nicht habt, Minikaze, ein super Pick. Und dann auf Tier 4 würde ich als nächstes, ehrlich gesagt, auf jeden Fall den europäischen Zerstörer Wispy empfehlen. Ich habe zwar ja nicht die beste Reaktionszeit, also der Gegner hat hier wirklich relativ viel Zeit, um auszuweichen, aber eine gute Reichweite, 8 Kilometer Stock, plus sehr gute Nachladezeit, 55 Sekunden Stock, somit das viertbeste Schiff, was das angeht, auf Tier 4 und desaströsen Schaden. 6200 Damage Stock, ja, das ist unterirdisch, also ja, eine Frechheit, wenn wir uns ehrlich sind, aber genau das wollen wir hier eigentlich. Also, wenn ihr die Wispy noch nicht ausprobiert habt, für Torpedotreffer und diese Missionen, wirklich ein super Pick, Tech Tree, also Free to Play, kann ich sehr empfehlen. Meiner Meinung nach eben für genau diese Mission die Nummer 2 hinter der Kamikaze. Dann, ja, Tier 5. Was gibt's hier? Zum Beispiel die Fushun. Eine unglaublich gute, also für uns gute Torpedo-Reaktionszeit, genauso wie ihr Premium-Counterpart, die Anshan, das sind diese panasiatischen Schiffe, die haben Deepwater-Torpedos. Die sind also schwer zu entdecken, super Geschwindigkeit, tolle Torpedos, treffen aber leider keine Zerstörer, aber okay, die Zerstörer sind ohnehin nicht unser primäres Ziel, weder bei dieser Mission, also wenn es jetzt um Torpedotreffer geht, weder bei dieser Mission noch generell. Die wollen wir niederschießen, nicht mit Torpedos. Alternativ zu den Panasiaten hätten wir auch die Westeros. Das ist der paneuropäische Zerstörer, also das Nachfolgemodell der Wispy sozusagen. Die hat zwar eine ja nicht ganz so gute Reaktionszeit, aber dafür große Reichweite, super Nachladegeschwindigkeit. Die zweitbeste auf Tier 5 und auch hier wieder desaströser Torpedoschaden. Das heißt, ich kann viele Torpedos versenken, bevor ja, das gegnerische Schiff zerstört ist. Genau das möchte ich in diesem Fall ja. Übrigens, die schnellste Torpedo-Nachladezeit auf Tier 5 hätte das italienische Schiff Leone, ein Premium-Zerstörer. Der hat allerdings das Problem, dass er ja, zu wenig Torpedos selbst hat. Das heißt, letztendlich die Torpedos pro Minute sind wieder nicht ideal. Deshalb würde ich den jetzt nicht empfehlen. Schaut auf den ersten Blick ganz gut aus, eben weil 47 Sekunden Stock-Nachladezeit eine tolle Sache sind. Nur wenn ich dann schieße und ich habe kaum Material im Wasser, dann ja, nützt mir das auch nichts. Somit kommen wir jetzt auch schon zu Tier 6. Ja, und was haben wir da? Im Grunde geht es ähnlich weiter. Wir haben den europäischen Tech-Tree-Zerstörer Skorne mit wieder einer herausragenden Nachladegeschwindigkeit, desaströser Torpedo-Damage. Ja, da kann man nichts falsch machen. Letzten Endes, Torpedo-Reaktionszeit ist gut, ist in Ordnung. Also ein solider Pick. Dann natürlich hier im Bild die Benham. Nicht das allergrößte aller Torpedoboote, muss man sagen. Aber ja, 16 Torpedos in kürzester Zeit. 2x4 links, 2x4 rechts. Da pumpe ich die Torpedos einfach so raus. Nachladezeit ist gut
Und ja, wirklich herausragend, da kann man das Wasser voll machen mit Torpedos und hat immer wieder was dabei. Also kann ich sehr empfehlen, wenn ihr das Schiff habt. Ich glaube, es gibt es auch immer wieder als globales XP-Schiff. Auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und dann natürlich als drittes würde ich in dem Fall auf Tier 6 auch noch die Gatchamada nennen. Das ist jetzt wieder der panasiatische Vertreter. Gute Reichweite, gute Nachladegeschwindigkeit. Was bei der Gatchamada aber wirklich herausragend ist, ist die Torpedoreaktionszeit. Knapp über 5 Sekunden bleiben da dem Gegner nur zwischen ja, Entdecken des Torpedos und Reagieren. Wenn man jetzt bedenkt, dass die meisten Schlachtschiffe eine Ruderstellzeit haben von 7, 8, 9 Sekunden aufwärts, hat er keine Chance, da mehr auszuweichen, wenn er den Torpedo erst sieht. Also wirklich auch eine sehr gute Wahl. Noch besser sogar auf Tier 7 dann der Nachfolger Zhen Yang. Die hat überhaupt nur noch 4,50 circa Sekunden Torpedo-Reaktionszeit. Also da ja, hat man einfach auch gar keine Chance mehr. Diese Torpedos werden treffen, wenn man sie nicht antizipiert hat oder der Schütze ja, ohnehin daneben schießt. Alternativ auf Tier 7, auch hier wieder jetzt Amerikaner interessant, wie die Summers oder die Black mit ihren sehr langen Torpedos, die erst sehr spät entdeckt werden, dadurch wenig Reaktionszeit bieten, wirklich gut nutzbar, um Zonen zu torpedieren, kann man hier durchaus probieren und das funktioniert auch wirklich sehr gut. Man hat viele Torpedos, die man da ins Wasser legt und die auch wirklich lange drin bleiben. Und ein kleiner Geheimtipp meiner Meinung nach, zumindest auf Tier 7, die Tashkent hat ja mehrere Gründe. Torpedoreichweite mit 8 Kilometern Stock ist in Ordnung, das reicht für ein Torpedoboot, für einen Zerstörer, um nahe genug heranzukommen. Was aber wirklich toll ist, die Torpedoreaktionszeit mit 7 Sekunden sehr gut und speziell Torpedo Reload 69 Sekunden Stock. Das heißt, da kann ich wirklich auch viele Torpedos schießen. Die Tashkent ist da ganz, ganz ordentlich. Also das kann man definitiv so machen. Wie schaut es jetzt auf Tier 8 aus? Ja, ähnlich wie am legendären Tier, da gehe ich jetzt gar nicht so genau auf diese beiden Tiere ein, gibt es einfach etwas zu wenig Zerstörer letzten Endes, als da wirklich große, qualifizierte Aussagen zu machen. Im Notfall, Japaner gehen immer. Aber das wird euch sicher aufgefallen sein. Seit Tier 4, Kamikaze und dann Minekaze haben wir kein japanisches Schiff mehr genannt als Empfehlung. Ja, warum ist das so? Sind doch die Japaner genau eigentlich die ja, klassischen Torpedoboote und ja, jeder, der Torpedo schießen will, spielt dann eine Akatsuki, Mutsuki, Fubuki, was auch immer. Ja, richtig, sind die klassischen Torpedoboote, aber nicht geeignet oder nicht geeignet, nicht der Idealfall eben für unsere Mission hier, denn wir wollen so viele Torpedotreffer wie möglich haben und auch wenn ich das ganz gut mache mit einem japanischen Torpedoboot, wir haben gutes Concealment, kommen nahe genug an die gegnerischen Schiffe heran, wir haben eine ja, passable Nachladegeschwindigkeit der Torpedos. Wir machen aber auch einfach relativ viel Schaden und dadurch passt das Gesamtpaket für unsere Zwecke jetzt nicht. Wir möchten ja, wie gesagt, die gegnerischen Schiffe nicht sofort versenken, sondern möglichst viele Torpedos reinhauen. Und das ist mit den Japanern eher schwer, wenn man hier Tanaka hat, wenn man Spacefische hat, wen auch immer. Ist einfach der Schadensoutput relativ hoch gleich einmal. Und das ist nicht das, wonach wir hier in diesem konkreten Fall suchen. Klingt
eigenartig, ich weiß, ja, aber es ist so. Spiele in der Akatsuki mit 10 Torpedotreffern beispielsweise, wie wir sie hier haben, da haben wir ja gute 140.000, 150.000 Schaden. Entsprechend sind natürlich dann die gegnerischen Schiffe schneller zerstört und ja, man hat einfach nicht dieses Potenzial, was jetzt rein die Anzahl an Torpedotreffern angeht, wie gesagt. Aber bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Wir haben jetzt uns darauf festgelegt, einfach möglichst viele Torpedotreffer zu machen. Wie gesagt, ob das zielführend ist, um ein Spiel zu gewinnen, ist natürlich eine ganz andere Angelegenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind für eure Kommentare und Anmerkungen immer offen. Wünschen noch einen schönen Tag, bis bald und derre!